Es war ein sehr durchwachsenes Jahr. Wir sind dienstlich mit vielen Herausforderungen konfrontiert gewesen, aber auch im privaten Bereich war ich mit meiner 9-jährigen Tochter mit Homeschooling konfrontiert. Auf und ab, würde ich sagen. Ich würde sagen, man ist viel stärker, wie man denkt. Man ist mit so vielen Sachen konfrontiert worden, die vorher einfach kein Thema waren, und irgendwie schafft man es. Ich würde sagen, sobald die erste Weihnachtsdeko aufgestellt ist, es gut nach Zimt riecht und ich Kekseln backe mit meiner kleinen Tochter, dann ist für mich Weihnachten. Ein bisschen mehr Normalität wieder zurück, würde ich sagen. Für den Alltag generell und im privaten Bereich auch, dass die Schule wieder normal losgehen kann und alles wieder die geregelten Bahnen annimmt.